Das Königreich Myrtana, wiedervereint durch die Hand König Robars des Zweiten. In den langen Jahren seiner Herrschaft war es ihm gelungen, alle Widersacher des Reiches zu bezwingen. Bis auf einen. Krieg mit den Orks forderte seinen Tribut und die Gefangenen des Reiches sollten ihn bezahlen. Der König brauchte Schwerter für seine Armeen und jeder, der sich eines auch noch so geringen Verbrechens schuldig gemacht hatte, wurde zur Arbeit in den Erzminen von Korinnes gezwungen. Um jede Flucht unmöglich zu machen, sandte der König die mächtigsten Magier des Reiches aus, eine magische Barriere, um das gesamte Tal zu errichten. Ich war einer der Magier. Aber etwas störte das zerbrechliche Gefüge der Magie. Wir waren nun selbst Gefangene der Barriere. Mehr als eine Sekunde der Unachtsamkeit brauchten die Gefangenen nicht. Korinnes war nun in den Händen der Gefangenen. Der König hatte keine Wahl. Er musste verhandeln. Er brauchte das Erz. Monat für Monat lieferte der König den Gefangenen alles, was sie verlangten. Monat für Monat brachten sie dafür das Erz an den Rand der Barriere. In all den Jahren wurden viele Versuche unternommen, die magische Barriere zu öffnen, aber keiner hatte Erfolg. Im Namen König Robars des Zweiten, Träger des Zepters von Varant, Vereiniger der vier Reiche am Myrtat. Halt, Gefangener! Ich habe dir ein Angebot zu machen. Dieser Brief muss den Führer der Feuermagier erreichen. Du verschwendest deine Zeit. Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Man wird dir alles geben, was du verlangst. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung. Erspart mir den Rest von seinem Gefasel. Du war... Schweig! Gut, hinein mit ihm. Willkommen im Lager. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Macht, dass ihr wegkommt. Steh auf. Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Also, wie sieht's aus? Moin Leute, mein Name ist Bane und herzlich willkommen zu einem Let's Play von Gothic 1. Wir zocken das Game komplett in der Vanilla-Version, also natürlich ist es gepatcht, aber wir haben hier keine hübschen Texturen hinzugefügt oder was heißt hübsch, also in Anführungszeichen. Ich finde den Style vom Vanilla ziemlich cool. Ich würde sagen, wir lernen das Spiel von damals mal schön kennen und ich denke, ich nehme mich jetzt einfach zurück und wir werden mit Diego unser Gespräch vertiefen, genau, und später ein bisschen weiterreden. Also dann bis gleich. Okay, was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest wir vom alten Lager. Es gibt drei Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste. Wie komme ich zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen.
Das alte Lager ist der nächste halbwegs sichere Ort von hier aus gesehen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern herum. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Wo kriege ich eine Waffe her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, sieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe gebraucht hast. Brulit und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Ja. Deine Begegnung mit Brulit und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird vor eine Wahl gestellt. Es gibt drei Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen. Ich bin hier, um Neuen wie dir klarzumachen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. So. Ein Magier hat ihn mir gegeben, kurz bevor sie mich reingeworfen haben. Du kannst von Glück sagen, dass ich mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen kann. Jeder andere wird dir mit Freude für diesen Brief die Kehle durchschneiden. Die Magier belohnen ihre Boten immer sehr gut. Und die meisten hier haben gar nichts, verstehst du? Wenn ich du wäre, würde ich die Schnauze halten, bis ich einen der Magier treffe. Obwohl das in deiner Lage nicht allzu wahrscheinlich ist. Wieso nicht? Die Magier sind in der Burg im alten Lager. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Wer ist Gomez? Gomez ist der oberste Erzbaron, der Boss des alten Lagers, der mächtigste Mann in der Kolonie. Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Toros heißt. Sag ihm, Diego schickt dich. Wo ist dieser Bullet jetzt? Er und die anderen bringen die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Dort kannst du ihn finden. Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Ach, danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager. Tja, also Diego ist ja doch ziemlich cool. Cool, dass er uns geholfen hat. Zumindest einer, der nett zu uns ist. Wir stehen hier immer noch in der Plörre. Wir sollten vielleicht einmal kurz raus. Es ist schon wesentlich angenehmer. Das Wasser ist ziemlich kalt. Naja, einfach von da runter gestoßen, zack in den Teich. Mist. Aber naja, was will man machen? Wir sind jetzt hier anscheinend gelandet, irgendwie im Knast. Was wir genau gemacht haben, ich weiß es nicht. Irgendwas Schlimmes, wir haben vielleicht Kaugummis geklaut, wer weiß das schon. Damals waren die sehr wertvoll. Ich denke, wir folgen einfach dem Weg hier und werden mal schauen, was so passiert. Also er hat ja gesagt, wir können eine Waffe klären, also es soll ja hier irgendwie auf dem Weg sein. So wie ich das sehe, haben wir derzeit keine Waffe. Oh, da oben sind ja zwei Stück. Können wir vielleicht mal kurz irgendwie vielleicht Hallo sagen. Mal gucken. Vielleicht sollten wir hier Hallo sagen. Ich denke, der eine hat sich schon hier... Uri, der hat sich schon so toll hier zu uns rübergedreht. Der ist schon sehr interessiert. Was machst du hier? Dafür sorgen, dass keiner an die Austauschstelle rankommt. Vor allem nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager. Du bist der Neue, den sie heute reingeworfen haben, nicht? Sieht so aus. Dann solltest du wissen, dass du dich vor den Typen aus dem neuen Lager in Acht nehmen musst. Ich arbeite fürs alte Lager. Genau wie alle anderen, die du an der Austauschstelle gesehen hast. Du hast schon mit Diego geredet, nehme ich an. Ja, hab ich. Gut, dann weißt du ja schon Bescheid. Warum sollte ich mich vor dem neuen Lager in Acht nehmen? Verglichen mit dem neuen Lager ist das alte Lager ein ruhiger und friedlicher Ort. Das neue Lager bekommt keine Waren aus der Außenwelt. Die meisten Banditen klauen sich zusammen, was sie zum Leben brauchen. Und das alte Lager? Die Erzbarone haben alles unter Kontrolle. Unter ihnen stehen die Gardisten, unter denen wiederum stehen die Schatten. Ganz am Ende kommen die Butler. Butler ist jeder, der hier ankommt. Wenn du was Besseres werden willst, musst du als erstes bei den Schatten aufgenommen werden. Okay, das sind jetzt wahnsinnig viele verschiedene Begriffe, die ich noch nicht so richtig einordnen kann, aber ich denke, das wird sich im Laufe noch ein bisschen klären.
Auf jeden Fall kann man hier schon so ein bisschen raushören, dass es so eine leichte Feindschaft gibt zwischen den Lagern. Ja, wie das zustande gekommen ist, finden wir bestimmt auch noch genauer heraus. Wir fragen ihn weiter aus. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen mit einem Schlag ins Gesicht begrüßt. Das machen sie mit jedem Neuen. Sie nennen es die Taufe. Habt ihr im alten Lager noch mehr so nette Leute? Es gibt schon einige Schweine, aber solange du dein Schutzgeld zahlst, kann dir nichts passieren. Schutzgeld? Das klingt aber ziemlich mies. Ich habe gesehen, wie sie eine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt haben. Ja, die Erzbarone bekommen alles, was sie wollen. Du meinst, der König tauscht Erz gegen Frauen? Sie sind natürlich auch verurteilte Gefangene. Aber wenn Gomez sie nicht angefordert hätte, säßen sie in irgendwelchen Kerkern. Bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. Ja, das ist wirklich eine schwierige Situation. Wir haben ja im Intro gesehen, dass die Menschen Krieg haben mit den Orks. Und der König hat sozusagen hier in dieser Strafkolonie, in der wir sind, versucht sozusagen Erz abzubauen. Und deshalb wollten sie so eine magische Barriere drum machen, so ein sehr modernes Gefängnis. Allerdings scheint da irgendwas schiefgegangen zu sein. Also die Magier, die das mitgemacht haben, scheinen auch selber in der Barriere gefangen zu sein. Und ja, so irgendwie scheint es so, als hätten die Gefangenen haben ja sozusagen hier die Kontrolle über das Gebiet übernommen und ja, können jetzt Forderungen stellen. Und zu den Forderungen gehört auch ein Mädchen, was wir vorhin gesehen haben, die Arme. Sie hat bestimmt auch nur einen Kaugummi geklaut. Zack, sofort Knast. Sofort gegen Erz tauschen. Keine Ahnung, nicht, dass es irgendwie schlecht steht um den Krieg. Das habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, wie es jetzt ist, ob die Menschen vielleicht sogar verlieren. Ich weiß es nicht. Aber naja, also doch schon ziemlich interessant. Wollen wir ihn nach einer Waffe fragen? Ich suche eine Waffe. Bei der verlassenen Mine weiter hinten im Canyon müsstest du alte Waffen finden. Aber mach bloß nicht den Fehler und zieh mit einer rostigen Spitzhacke in den Krieg. Die Dinger sind schwer und langsam. Ein ungeübter Kämpfer sollte sie nur im Notfall benutzen. Okay. Gut, gut. Sieh zu, dass du heil zum alten Lager kommst. Ja, danke schön. Er war eigentlich ganz cool. Er heißt Gardist. Guten Tag, Herr Gardist. Wie steht's? Gut. Weit und breit keiner von den Banditen aus dem neuen Lager zu sehen. Ach so. Ach so, die beschützen das hier schön vor den Banditen. Sie sagen Banditen zu ihnen. Vielleicht klauen ja die aus dem neuen Lager von denen. Also wenn die sozusagen das Erz hier tauschen mit denen. Vielleicht haben die anderen vom neuen Lager ja gar keins. Und ja, dann müssen sie halt eben auch irgendwo ihr Zeug herbekommen. Wir kommen hier runter. Ja, sehr gut. Ich hatte kurz hatte ich gedacht, oh mein Gott, das ist vielleicht zu hoch gewesen. Was ist das denn hier? Aber es sieht sehr schön aus. Und es hört sich auch sehr gut an. Ich kann die Geräusche nicht nachmachen. Schade. Verdammt, wir können keinen Kontakt mit dem Vieh aufnehmen. Dann nehmen wir doch mal hier alles mit. Ein guter Becher. Ich meine, hier, er braucht ihn ja wohl nicht mehr. Oh, lecker Bier. Irgendwelche Münzen, wir haben schon Geld bekommen. Pfeile. Das andere habe ich jetzt nicht gesehen. Und noch Dietriche. Das war schon mal eine sehr gute Ausbeute. Im Canyon, hat er gesagt. Da hinten liegt doch... Moment, wir nehmen erstmal hier die zwei Bären mit. Da hinten sehe ich doch eine Spitzhacke. Sehr schön. Haben wir schon mal eine. Ja, okay, hier kommt man nicht durch. Was auch immer das ist. Ich bin überlegen, ob man hier eben hochgehen soll. Es bietet sich so, es sieht auch so aus, als sollte man... Vielleicht sollte man hier mal gucken. Eine Spitzhacke, hat er gesagt, ist jetzt scheiße als Waffe. Hier kann man auch hoch. Oh, hier kann man aber ziemlich weit hoch, glaube ich. Das sieht so eckig aus. Wir machen erstmal hier diese Ebene und dann gehen wir weiter hoch. Und gucken uns mal an, was hier ist. Okay, na kommt. Oh, da ist ein Vieh. Da ist aber auch ein Schwert. Mein Plan ist jetzt, sich das Schwert schnell zu krallen, wegzulaufen. Komm, dann packen wir uns das Schwert an. Ach, guck mal, jetzt sehe ich es gerade. Guck mal, das sieht ja mal fett aus.
Ich würde mal sagen, das ist eine Burg. Eine sehr hübsche Burg. Der Turm sieht böse aus. Ja, da werden wir wohl auch bald sein, wenn wir diesen Weg da unten weitergehen. Auch der Baum da unten. Es sieht schon ziemlich cool aus. Also ich weiß jetzt nicht genau, wann das Spiel rausgekommen ist. Ich meine, es war 1998. Die genauen Daten, die findet ihr auf jeden Fall unten in der Infobox. Ich werde später halt eben mal nachschauen. Also, es sieht wirklich schön aus. Es ist wirklich ein hübsches Game. Auf jeden Fall. Ich denke, wir sollten das Vieh versuchen zu killen. Auch wenn ich ein bisschen Angst habe. Aber ist egal. Wir machen das. Ich denke, es sollte funktionieren. Es steht immerhin ganz am Anfang. Ist nur ein junges Monowatt. Das ist ziemlich easy gewesen. Was haben wir souverän, denke ich mal, platt gemacht. Was ist das denn? Erzbrocken. Okay, cool. Ist hier hinten vielleicht noch was zum Looten? Nee. Ah doch, da ist doch was. Ein Reisschnaps. Joa, wunderbar. Was für ein Ausblick, ne? Der unten, der hätte ihn ja zumindest noch genießen können beim Sterben. Obwohl er mit seinem Kopf auf den Boden guckt, aber er hat bestimmt beim Sterben hier hingeguckt. Und da gab es bestimmt auch einen schicken Sonnenuntergang zu bewundern. Ach ja, wir sollten hier auf jeden Fall versuchen hochzukommen und mal gucken, was hier ist. Guck mal, ist das... Ja, ist tatsächlich noch eine Truhe. Und nochmal ein lecker Bierchen, ein paar Pfeile und Geld. Ja, und eine Spitzhacke und eine Fackel. Ei. Also, der Stein ist auf ihn gefallen und der hatte gleichzeitig auch noch die Spitzhacke im Kopf. Man sieht sogar, hinten sein Schädel ist offen. Ist wirklich sehr realistisch. So, kommt man denn hier auch wirklich hoch oder sah das nur so aus? Ich habe nämlich so ein bisschen die Panik, dass wir hier nicht mehr runterkommen. Also nicht in einem Stück. Aber hier dahinter, da sieht ja auch so aus, als wäre da was, ne? Kann man hier denn hoch? Nee, okay, hier geht's nicht. Weiß nicht, hier... Ich habe ein bisschen Angst. Und weil ich Angst habe, speichern wir. Nehmen wir das mal Bahne. Wie habe ich das denn jetzt weggemacht? So, jetzt haben wir es hinbekommen. Ich bin mir echt nicht sicher, ob wir hier wieder runterkommen und ob sich das überhaupt lohnt, ob hier überhaupt irgendwas ist. Aber es sieht so gemacht aus. Oh, guck mal hier. Was auch immer das ist, wir nehmen es mit. Es sieht wirklich so wie gemacht aus. Ich hoffe, man kommt hier hoch. Okay, wunderbar. Da unten ist auch nichts. Oh, da oben ist ein Vieh. Ist das da hinten eine Kiste oder so? Oh, es sieht wie eine Höhle aus. Da unten liegt auch irgendwas. Also die Viecher waren ja ziemlich easy. Na, ich würde sagen, wir machen erstmal hier das und gucken mal, ob das machbar ist. Tatsache. Es war ziemlich einfach zu killen. Okay, cool. Cool. Hier haben wir nochmal einen viel schöneren Ausblick. Ah, sieht wirklich grandios aus. Der Wald, besonders schön. Sehr dicht, der Wald. Nicht so, dass er nur außen wäre. Es ist wirklich aber eine coole Nummer, auf jeden Fall. Möglicherweise werden wir auch den zweiten Teil zocken, mal sehen. Ich bin gespannt. Da gibt es ja auch noch ein Add-on zu, also mal schauen. Mal schauen, wie das Game ist. Ich bin auf jeden Fall offen dafür, mal so ein paar alte Klassiker durchzuzocken. Weil, ja, man hat ja doch schon ziemlich häufig gehört, dass das Game ziemlich gut ist und ja. Was ist das Vieh da oben? Es hat eine Waffe. Ich weiß nicht, ob es vielleicht klug wäre zu speichern, aber wir machen einfach mal ein bisschen Action. Randale jetzt. Er hält auf jeden Fall mehr aus. Oh nein. Oh, er ist ziemlich schnell. Er versucht immer im Kreis zu laufen. Oh, der war ziemlich stark. Vielleicht ist der Knüppel ja gut. Mal gucken. Nee, der Knüppel hat nur 5. Ja, und die Spitzhacke ist scheiße. Benutzen wir wohl nur zum Hacken.
Ich würde hier einmal kurz speichern wollen. Nochmal nur so zur Sicherheit, um noch ein bisschen ins Game reinzukommen. Haben wir auch gleich zwei Viecher. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Oh, guck mal. Hier ist ja ein ziemlich guter Loot. Auf jeden Fall. Was machen die da? Bemerken die mich nicht? Oh doch, jetzt haben sie mich bemerkt. Sehr gut. Er ist schon voll nervös. Aber ich bin auch nervös. Nein, jetzt stirb doch. Oh Mann. Zum Glück sind die nicht so stark, weil die sehen schon irgendwie böse aus. Also wenn man sich die mal so anguckt, ist es einfach nur so ein Muskelpack-Vieh. Was ziemlich coole Geräusche macht. ein sehr wertvoller Becher. Ein Erzbrocken, was ist das hier? Ach, das ist überhaupt gar nichts. Ist hier hinten noch was oder ist das hier eingestürzt? Okay. Ich glaube, da hinten war auch Ende. Ich glaube, hier oben haben wir alles. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie managen, dass wir hier vernünftig runterkommen. Sorry, da müssen wir nochmal speichern. Ich werde jetzt auch überlegen, ob es vielleicht hier auf der Seite besser ist, wenn wir hier runtergehen. Ich weiß gar nicht, können wir langsamer gehen? Ja, mit Shift kann man langsamer gehen. Okay, das ist schon mal gut. Ach so, wir kommen die Kante jetzt nicht darüber. Ich weiß nicht, oder sollen wir das da hinten versuchen? Ich weiß auch nicht, ob man... Nee, so rückwärts runtergehen geht auch nicht. Ah, okay. Ah, gut. Das hat doch gut gepasst. Super. Aber da hat kurz hat das Herz sich bemerkbar gemacht. Okay, super. Vielleicht ist da hinten auf dem Weg noch was. Aber ich glaube nicht. Nee, da sehen wir nichts. Vielleicht sollten wir uns ja mal heilen. Ich denke mal, so eine Waldbeere kann nicht schaden. Ist hier irgendwie was? Nö. Ist einfach nur ein kaputtes Fass. Oh, da ist schon wieder das nächste Skelett. Unten ist ein Vieh. Oh, hier ist auch ein... Ja, guck mal, hier ist ja ein bisschen wieder was. Ist immer wieder schön. Sammel. Ein altes Schwert. Vielleicht ist das ja besser. Ja, ist es. Können wir das... Ja, wir haben auch schon 10 Stärke. Sehr gut. Also wir können es tragen. Ich würde sagen, wir machen erstmal ihn hier platt. Hier ist ja auch nochmal was zum Aufheben. Vielleicht nehmen wir das erstmal. Die scheinen ja doch friedlich zu sein eigentlich. Also schon... Ja, okay, so friedlich dann doch nicht. Wollte gerade sagen, das fies ist, was wir machen, aber... Schaut, er greift uns an. Wir müssen uns verteidigen. Wir müssen uns verteidigen. Na, komm her. So. Ah, was doch. Genau, ich benutze noch einen Patch. Den habe ich via Steam benutzt. Das ist so ein Community-Patch oder so. Den werde ich auch auf jeden Fall noch in der Infobox verlinken. Falls ihr auch vielleicht Bock habt, das Game zu zocken. Und der ist aber nur dafür da, um irgendwelche Bugs wegzumachen. Also der fügt überhaupt nichts hinzu. Einfach nur weniger Bugs. Na? Haben wir ihn doch erwischt. Sehr gut. Ja, ich muss entschuldigen, ich habe ein bisschen Husten. Aber das wird sich die Tage ganz bestimmt legen. Schön, haben wir auch schon die nächsten Kräuter. Ein Orkblatt. Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Was macht das denn? Lebensenergie 26. Und das andere macht 14. Okay. Dann nehmen wir doch die Waldbeere mit. Der Baum versperrt die ganze Sicht. Moment. Können wir von hier... Das mit der Barriere, das mit dem Blitz sah schon ziemlich cool aus. Das war schon ziemlich cool. Nachts sieht das bestimmt geil aus. Der Blitz war aber auch übertrieben fett. Okay, cool. Da unten sind zwei Viecher. Ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht besser ist. Ja, okay, da hinten
Das sieht eigentlich schon wie ein Tor aus, was da reingeht. Vielleicht kann man ja auch hier einfach übers Wasser und dann hier die zwei platt machen. Ich weiß nicht. Oder guck mal, da vorne ist eine Beere. Vielleicht kann man die auch machen, wenn man in der Nähe vom Tor ist. Mal gucken. Ach guck mal, da oben sind ja auch zwei Stück. Da oben sind auch noch weitere Viecher. Okay. Aber drei Stück, das ist glaube ich ein bisschen viel. Hallo, wer seid ihr denn? Drax und Redford. Hey du! Was willst du? Dich warnen. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Was jagt ihr denn so? Meistens Scavenger. Sie geben eine Menge Fleisch ab. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen, wenn man weiß wie. So? Und wie? Frag meinen Freund Drax hier. Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich. Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Du bist gerade angekommen, was? In der Kolonie gibt es unterschiedlich gefährliche Gebiete. Auf den Wegen zwischen den Lagern ist es einigermaßen sicher, aber auch dort kannst du ein paar Wölfen begegnen, die dich als leichte Beute sehen werden. Und genau das bist du auch, bis du geeignete Waffen und Rüstung hast. Wo kriege ich bessere Ausrüstung her? Der nächste Ort ist das alte Lager. Du musst nur dem Weg folgen, den du gekommen bist. Aber bei uns, im neuen Lager, bekommst du die Sachen billiger, wenn du die richtigen Leute kennst. Wenn du ins alte Lager gehst, frag nach Mordrak. Er ist einer von uns. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. Den Namen versuchen wir uns zu merken. Erzähl mir mehr über die Gebiete der Kolonie. Wenn du zwischen den Lagern reist, solltest du eine Karte haben. So kannst du die Verbindungswege von den Sackgassen unterscheiden. Die Sackgassen führen dich oft in gefährliche Schluchten, in denen du Kreaturen begegnen wirst, denen du am Anfang besser aus dem Weg gehst. Meide alte Ruinen, die Gegend hier ist voll davon. Die meisten sind alte Befestigungen aus dem Ersten Orkkrieg oder verlassene Orkbehausungen. In diesen Ruinen treiben sich oft Orks herum oder Schlimmeres. Vor allem nachts würde ich diese Plätze meiden. Und wenn du noch einen letzten Tipp willst, geh nicht in den Wald. Geh nicht in den Wald, okay. Wo kriege ich eine Karte her? Frag im alten Lager herum. Ich glaube, da gibt es einen Kartenzeichner. Vielleicht kannst du ihm ja eine seiner Karten klauen. Wenn du es schaffst, bring mir eine mit. Ja, ist okay. Wenn ich rankomme, ohne zu bezahlen, bringe ich mit, so viel ich tragen kann. Du gefällst mir. Du solltest dir überlegen, zu uns ins neue Lager zu kommen. Wenn du mal da bist, frag nach Laris. Er kümmert sich um die Neuen. Er hat bestimmt was zu tun für dich. Ach so, das ist einer vom neuen Lager. Ich dachte, er wäre Jäger. Okay. Ja, guck mal, lassen wir so durchhängen, dass wir bereit wären, eventuell die Karte zu klauen und sofort sagt er, hey, du bist ja voll in Ordnung. Geh lieber nicht ins alte Lager, komm zu uns ins neue Lager. Das werden wir bestimmt noch öfter hören. Ach ja, wunderbar. Also anscheinend sind hier die Leute doch gefragt, die hier neu ankommen. Ja, komm, wir sagen danke. Danke für die Hilfe. Glaub bloß nicht, dass hier alle so nett zu dir sind, Kleiner. Ist zwar nicht viel zu holen bei einem Neuen, aber einige hier würden dir sogar für eine alte Spitzhacke die Seele aus dem Leib prügeln. Werd's mir merken. Ja, das klingt schon ziemlich bitter. Aber ja gut, ey, wir wissen auch echt nicht, wie die Situation hier im Lager ist. Oder überhaupt hier in der kompletten Kolonie. Also das ist schon eine schwierige Situation. Da bin ich ja mal gespannt, was noch alles passiert. Ihr jagt hier, richtig? Sieht so aus. Was willst du? Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen, aber alles hat seinen Preis. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Danach sehen wir weiter. Ach, Bier? Ja, davon haben wir sogar einiges schon. Hier, nimm ein Bier und erzähl mir was übers Jagen. Scavenger, so nennen wir die großen Vögel, greift man am besten einzeln an. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken.
Wenn du ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt. Nach einer Weile stürmen sie dann auf dich los. Du solltest zu diesem Zeitpunkt schon mit erhobener Waffe warten. Wenn du gut bist und ihn triffst, bevor er dich trifft, heißt es dranbleiben. Dann kannst du das Vieh besiegen, ohne einen Kratzer abzubekommen. Wenn es dich zuerst trifft, nun ja, pass einfach auf, dass es dich nicht zuerst trifft. Gut, wir werden es zumindest versuchen. Es hat sogar tatsächlich, glaube ich, ein oder zweimal geklappt. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge. Aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Wenn du weißt, wie, kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen. An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen. Na, okay. Wir haben gar keinen Erz. Du verlangst verdammt viel für dein Wissen. Mag sein, aber du kannst eine Menge Erz damit verdienen. Alle Tiere, die du tötest, ohne zu wissen, wie man sie vernünftig ausschlachtet, werden einfach verwesen. Das ist eine verschwendete Gelegenheit, ihnen das Fell abzuziehen und teuer zu verkaufen. Wenn ich du wäre, würde ich mir dieses Wissen so schnell wie möglich aneignen. Ja, also irgendwie hat er schon recht. Aber ja, mal sehen. Wenn wir es uns leisten können, werden wir das auf jeden Fall machen. Aber hier die zwei, Drax und Redford, die beiden sind echt in Ordnung. Ich würde mal sagen, da die Scavenger da vorne, die lassen wir mal zufrieden. Immerhin ist das ja auch deren Jagdgebiet, Jungs. Also dann, ich würde mal sagen, wir sehen uns mal die Tage, bis ich dann die Karte habe, ne? Ciao. Ciao, ciao, ciao. So, ich will hier irgendwie zu denen hier unten hin. Ich glaube, die kriegen wir auch platt. Und dann können wir hier rüber und dann sind wir eigentlich schon, glaube ich, im alten Lager drin. Wir überlegen, ob wir vielleicht speichern. Nicht, dass die jetzt irgendwie stärker sind oder so. Okay, verdammt, das sind ja dann zwei. Kriegen wir hier einen einzeln? Mal gucken, vielleicht kommt der andere ja nicht mit. Ein bisschen zurückgehen, hat er gesagt. Okay, dann ein bisschen... Können wir nicht hauen? Nee, von hier können wir nicht hauen. Ah, okay, jetzt aber. Oh Mann. Nein, Moment. Aha, das wird... Ist ein bisschen... Jetzt haben wir es. Das ist echt fies, wenn es so ein bisschen nach unten geht und man von oben nach unten schlagen muss. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man da nicht so gut trifft. Das ist ein bisschen schade. Aber ich würde mal sagen, souverän gemeistert. Auf jeden Fall. Also das lässt sich schon sehen. Das war schon sehr gut gewesen, finde ich. So. Ich würde sagen, wir baden uns erstmal ein wenig hier und genießen das frische Wasser. Wo wir eigentlich schon vorher im Wasser waren. Aber ist egal, da konnten wir uns gar nicht richtig waschen. Ist da hinten auch noch was am Liegen? Ja, Tatsache. Den Becher habe ich erkannt. Da oben ist noch so ein Vieh, was wir schon gekillt haben. Und hier ist ja auch noch eine Beere. Nehmen wir doch die Beere. Ah, das sind ja aber drei Stück. Das sind schon ziemlich viele drei Stück. Ja, vielleicht kriegt man die ja einzeln. Oder ist das überhaupt gut? Ich glaube nicht. Drei Stück, das ist mir ein bisschen zu viel. Wir gehen erstmal schön in die Stadt und werden mal mit den Leuten uns unterhalten. Wo soll's denn hingehen? Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Gut, du kannst reingehen. Irgendwas Neues passiert? Nein, alles wie immer. Was machst du hier?
Ich passe auf, dass hier keiner reinkommt, der von Gomez nicht erwünscht ist. Also mach keinen Ärger, wenn du drin bist, sonst bist du das letzte Mal hier gewesen. Alles klar. Will uns hier noch irgendjemand doof von der Seite anmachen vielleicht? Aber was? Das sind hier auch zwei Gardisten. Vielleicht reden wir ja mit denen oder vielleicht lieber nicht. Ist das da hinten? Ich meine, dieser Bart. Ist doch. Das ist doch. Ach, guck mal. Er ist doch Diego. Moin. Ja, lass uns immer was über die Barriere fragen. Erzähl mir was über die Barriere. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie ist undurchdringlich. Was passiert, wenn ich hier einfach wieder rausspaziere? Der Letzte, der das versucht hat, ist tot auf der anderen Seite angekommen. Diese verdammte Barriere lässt dich zwar rein, aber raus kommst du hier nicht mehr. Wenn es einen Weg hier raus gibt, werde ich ihn finden. Hast du so eilig, hier wieder rauszukommen? Du bist ja gerade mal da. Erzähl mir was über das alte Lager. Es ist das größte und mächtigste der drei Lager. Gomez und seine Jungs kontrollieren das Lager und damit den ganzen Erzaustausch. Einmal im Monat schickt der König uns alles, was wir fordern. Wir haben den alten Sack in der Hand, verstehst du? Er ist auf das Erz angewiesen. Er schickt uns Wein, Brot, Fleisch, Waffen, einfach alles. Du kannst auch deinen Teil davon bekommen. Alles, was du tun musst, ist, dich Gomez-Leuten anzuschließen. Was ist mit den beiden anderen Lagern? Die beiden anderen Lager haben sich abgespalten, um ihren schwachsinnigen Ausbruchsplänen nachzugehen. Es gibt das neue Lager im Westen der Kolonie. Die Magier dort meinen, wenn sie genug Erz zusammengekratzt haben, können sie die Barriere einfach sprengen. Dann gibt's im Osten die Sektenspinner. Sie haben ihr Lager im Sumpf und beten zu ihrem Götzen, er möge ihnen die Freiheit schenken. Bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Wenn ich du wäre, würde ich meine Zeit nicht mit den Spinnern verschwenden. Aber irgendwie klingt das mit den Spinnern total interessant. Also ich hätte schon Lust, da mal Hallo zu sagen und zu gucken, was das für eine Sekte ist. Es klingt auf jeden Fall sehr witzig, sehr vielversprechend. Mach's gut. Ja, oder mach's mal gut, Diego. Na, wer ist das denn? Der hat eine ziemlich fette Rüstung, der Typ. Komm, wir sagen mal ihm Hallo. Er scheint wichtig. Ah, das ist doch Torus. Das hat doch Diego ganz am Anfang gesagt, dass wir mit ihm reden müssen. Wollen wir denn schon? Ach ja, wir haben ja den Brief für die Feuermagier. Wir müssen eigentlich in die Burg, weil Diego hat ja gesagt, es gibt eine ziemlich fette Belohnung von denen. Komm, wir sagen erstmal, dass wir in die Burg wollen. Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Ach so. Um in die Burg zu kommen, muss man schon zu denen gehören, okay. Würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Für eine entsprechende Menge? Wie viel? Nun, es müsste eine Weile dauern, das Erz zu zählen. So lange würden die Jungs am Tor und ich dann wegsehen. Sag schon, wie viel? 1000 Brocken dürften genügen. 1000 Brocken? Nun, du könntest dich Gomez-Leuten anschließen. Dann kommst du auch in die Burg. Ganz umsonst. Ach, guck mal, das heißt, wenn wir uns in den anderen Lagern anschließen, dann müssen wir 1000 Brocken bezahlen. Das, denke ich, ist eine Menge. Es klingt zumindest nach viel. Das sagen wir lieber nicht, dass wir diesen Brief für den obersten Feuermagier haben. Das ist nicht gut. Wir sagen mal, wir wollen für Gomez arbeiten. Ich will für Gomez arbeiten. Ah. Und wieso glaubst du, ist Gomez daran interessiert, dass du für ihn arbeitest? Diego sagt, du entscheidest, wer Gomez interessiert. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir rumschlagen. Ich werde dir jetzt erklären, wie das läuft. Diego wird dich auf die Probe stellen. Wenn er denkt, dass du gut genug bist, werde ich dich zu Gomez in die Burg lassen.
Was dann passiert, liegt an dir. Kapiert? Ich werde mit Diego reden. Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Jeder Neue, der sich hier beweisen will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher muss einer von Gomez' Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. So läuft das hier. Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Nein. Die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir stellen wird. Er hat wirklich Kleiner gesagt, Momente. Wir fühlen uns in unserer Ehre gekränkt. Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. So. Du willst also unbedingt versagen. Es gibt eine Sache, die nur von jemandem erledigt werden kann, der keiner von Gomez' Leuten ist. Aber ich warne dich. Wenn du das Ding vermasselst, bekommst du mächtigen Ärger. Sind wir jetzt schon echt bereit für die Aufgabe? Ich bin gerade am Überlegen, ob wir jetzt nicht ein bisschen zu dick aufgetragen haben. Aber komm, wir sollten es durchziehen und gucken, was passiert. Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren. Verstanden? Ja. Wir haben Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager. Mordrak ist sein Name. Er hat Eigentum der Erzbarone gestohlen. Es gibt viele Banditen im neuen Lager, auf die das zutrifft. Aber dieser Junge kommt in unser Lager und verkauft unsere gestohlene Ware an unsere Jungs zurück. Damit ist er eindeutig zu weit gegangen. Aber er weiß ganz genau, dass ich nichts machen kann. Warum? Weil er unter dem Schutz der Magier steht. Klingt eher, als wären die Magier dein Problem. Ja. Aber eines, das sich schwer lösen lässt. Vor ein paar Jahren hat mal einer der Schatten versucht, den obersten Magier des Feuers im Schlaf zu erdolchen. Er wurde später im Außenring gefunden. An verschiedenen Stellen im Außenring. Ach, das klingt nicht gut. Aber ich meine, Mordrak, das war doch der Name von... Also die beiden Jäger draußen, mit denen wir vorhin gequatscht haben. Die haben doch gesagt, dass Mordrak einer ist von denen, der im alten Lager ist und der wollte uns gute Preise machen. Oder irgendwie sowas. Wir sollten es eigentlich bei dem melden. Okay. Hier steht, ich kümmere mich um den... Soll ich den Kerl umbringen? Das hätte ich eigentlich jetzt nicht vorgehabt. Ich fand die zwei draußen eigentlich ganz nett. Also würde ich denken, dass er vielleicht auch nett ist. Aber wir können ja mal fragen, ob es wirklich so ist. Soll ich den Kerl umbringen? Du sollst dafür sorgen, dass ich ihn hier nie wieder sehen muss. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Okay, also es klingt nicht so, als müssten wir ihn umbringen. Wieso beschützen die Magier diesen Mordrak? Weil er als Bote für sie arbeitet. Unsere Magier stehen mit den Magiern des neuen Lagers in Kontakt. Sie schicken regelmäßig Boten hin und her. Wenn ich einen ihrer Boten aus dem Lager werfe oder umlegen lasse, könnten sie sehr unangenehm werden. Was ist mit mir? Was glaubst du, machen die Magier mit mir? Du bist neu. Dir passiert gar nichts. Ich dagegen bin für das verantwortlich, was meine Jungs tun. Deswegen ist es ja so wichtig, dass du die Klappe hältst. Ja, das kriegen wir schon hin, das für uns zu behalten. Wo ist der Typ? Wo finde ich Mordrak? Du findest ihn am Südtor, auf der anderen Seite der Burg, direkt hinter dem Eingang. Weiter traut sich dieser Halunke nicht ins Lager. Okay, also irgendwo beim Südtor. Wo auch immer hier Norden und Süden ist. Aber es ist bestimmt dann nicht das Tor, wo wir durchgekommen sind. Ich kümmere mich darum. Okay, wir lassen ihn mal erstmal zufrieden. Hier ist da sogar ein Teich. Mit einem Brunnen, schon ziemlich luxuriös hier. Der da hinten ist voll am Qualm. Aber richtig am Qualm. Was er da wohl hat. Vielleicht sollten wir mal
zu ihm Hallo sagen. Würde man sagen, das kann nicht schaden. Wir lernen hier erstmal so ein bisschen die... Hier sind wahnsinnig viele Leute. Es sind wirklich eine Menge Leute. Ob man mit denen allen quatschen kann, ich weiß es nicht. Doch, natürlich. Und man kann denen sogar sehr viele Sachen fragen. Was kannst du mir über das Lager sagen? Am interessantesten hier ist wohl der Marktplatz. Wenn du mal was Bestimmtes suchst, da kriegst du fast alles. Es ist der Platz unter dem großen Dach im Süden des äußeren Rings. Okay, aber wir sollten erstmal Hallo sagen, oder? Hi. Was willst du? Was wollen wir von ihm? Ein bisschen quatschen. Wen von den Leuten hier sollte ich kennen? Wenn du mal Probleme mit den Gardisten hast, geh zu Gravo. Du findest ihn am Waschplatz beim Burgtor. Er kümmert sich um Leute, die Ärger haben. Besonders bei Neuen passiert das hier schneller, als du denkst. Okay, gut zu wissen. Gravo, okay, den Namen, den merken wir uns. Will ein Schatten werden? Ich will ein Schatten werden. So, hast du schon mit Diego geredet? Ja, klar. Ja, habe ich. Gut, tu einfach, was er sagt. Das hat mir auch nicht geschadet. Jedenfalls nicht wirklich. Okay. Na gut. Aber war es für dich? Wir gehen mal zu dem qualmenden Kerl und schauen mal, was er so zu labern hat. Mal sehen. Redest du mit mir? Ich will dich warnen. Jemand wie du hat hier schnell Ärger am Hals. Und die meisten, die sie hier reingeworfen haben, sind Arschlöcher. Sie denken, dass sie mit dir machen können, was sie wollen. Aber das lassen wir nicht zu. Gomez will, dass Ruhe im Lager herrscht. Und wir Gardisten sorgen dafür, aber so eine Aufgabe ist extrem kostspielig. Darum bitte ich dich um etwas Ernst. Du musst das als Freundschaftsdienst verstehen. Du hilfst uns und wir helfen dir. Wenn du mal Ärger hast, sind wir da. Also das ist ein sehr eigenartiges Angebot, schon alleine wie er redet. Ja, Schutzgeld. Ja, wir können auf uns selber aufpassen. Also ich bin da kein Freund von. Ich soll Schutzgeld zahlen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Wie du meinst, Kleiner. Wirst schon sehen, was du davon hast, dein Freundschaftsangebot abzulehnen. Wie überzeugt er das gesagt hat, dass er auf sich selber aufpassen kann. Okay, verdammt. Also 10 Erz wollen die haben. Wir haben eh keine 10 Erz. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Wir haben bisher nur einer. Kann ich da mal vorbei? Selbstverständlich, dann gehen sie doch. Mensch. Was, stehe ich jetzt schon wieder im Weg, oder wie? Oder er wollte hier da nur die paar Zentimeter gehen und hat mich deswegen weggescheucht. Also wirklich. Na komm, wir quatschen mit ihm. Mit Baal Taran. Ich denke mal Baal. Oder vielleicht Baal, kann auch sein. Aber egal. Er schmökerte erstmal schön eine sehr große Zigarre. Wir quatschen ihn mal an. Oh, will er gar nicht mit uns reden oder muss er erst fertig rauchen? Okay, super. Ich bin neu hier, wer bist du? Ich bin Baal Taran von der Bruderschaft des Schläfers. Es klingt nach der Sekte. Was ist die Bruderschaft des Schläfers? Wir sind eine Gemeinschaft von Anhängern eines neuen Glaubens. Unser Lager liegt östlich von hier, im Sumpfgebiet. Ich bin hergekommen, um Fremden wie dir die Lehre des Schläfers zu verkünden. Okay, er ist auf Missionierung und... Okay. Wer ist der Schläfer? Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat sich vor 5 Jahren durch Iberion unseren Meister offenbart. Seitdem haben wir den 3 Göttern abgeschworen. Und das solltest du auch tun. Die Götter haben es zugelassen, dass wir in dieses Gefängnis verbannt wurden. Der Schläfer aber wird uns wieder in die Freiheit führen. Erzähl mir von der Lehre des Schläfers.
Der Schläfer ist ein mächtiges Wesen. Vielleicht sogar mächtiger als Innos, der Gott des Lichts. Im Geiste ist er mit uns. Aber seine Macht ist noch begrenzt. Er schläft einen tausendjährigen Schlaf. Aber die Zeit seines Erwachens ist nahe. Uns hat er auserwählt, sein Erwachen zu bezeugen und seine Lehre zu verbreiten. Denn höre, diejenigen, die sich dem Schläfer anschließen, deren Seelen werden unsterblich. Aber die, die ihm entsagen oder sich gar gegen ihn stellen, werden vernichtet werden. Aber der Schläfer ist barmherzig und gibt allen Zweiflern einen Beweis seiner Macht. Also das ist jetzt wirklich sehr, was er sagt. Der Schläfer ist sehr barmherzig, aber einen Satz vorher hat er gesagt, dass er alle vernichten möchte, die nicht an ihn glauben oder auf seiner Seite sind. Okay. Eine sehr stark interpretierbare Barmherzigkeit. Also ich weiß nicht. Es ist so standardreligionsmäßig, ne? So von wegen, du hast nur Vorteile, wenn du bei uns bist und alle anderen sind böse. Wir sind die Guten und natürlich wird man auch belohnt und gehört zu ganz besonderen Menschen. Ist so das typische Tralala. Tja. Ja, okay, vielleicht hätte ich ja auch in dieser Situation gedacht, weißt du was, kommen wir gründen eine Sekte, damit wir einfach gut leben können. Weil als Sektenführer muss man halt eben dann die ganze Zeit irgendwelche Sektenführer-Sachen machen. Chillen und so. Ausschlafen. Nicht arbeiten. Naja, komm, wir fragen ihn mal weiter aus, wie wir da hinkommen. Ja, also ob das jetzt so Sinn macht, ihn das zu fragen, weiß ich nicht. Wir fragen ihn das mal gleich. Ja, mich würde interessieren, was sagt er denn dazu? Wie beweist euch euer Gott seine Macht? Er spricht zu uns durch Visionen. Wer seine Stimme gehört hat, zweifelt nicht mehr an seiner Macht. Wenn man das Kraut, das im Sumpf wächst, einnimmt, ist man dem Schläfer nahe und kann ihn hören. Manche sehen auch Bilder. Verstehe. Oh Mann, Alter, was? Hat er das jetzt echt ernst gemeint? Okay. Okay, okay. Sehr überzeugend, sehr überzeugend. Wie soll der Weg in die Freiheit aussehen? Wir bereiten eine große Anrufung des Schläfers vor, in der alle Novizen zusammen den Kontakt herstellen. In dieser Anrufung wird uns der Schläfer den Weg in die Freiheit offenbaren. Okay. Ja, okay, die wollen auch hier raus. Also, ja, ich denke, alle wollen eigentlich hier raus. Uns natürlich auch eingeschlossen. Oder war eben eine Sternschnuppe? Der Himmel sieht echt schön aus. Wunderschön. Ach, guck mal, noch eine Sternschnuppe. Okay, kommt da noch eine? Nee, ich habe jetzt noch keine. Egal, lassen wir das mit den Sternschnuppen. Das mit der Burg sollten wir ihm... meinst du, er kann uns da helfen? Aber wir sagen aber nicht, was Sache ist. Ich muss in die Burg. Kannst du mir dabei helfen? Ich fürchte nicht, Bruder. Die einzigen von uns, die die Burg betreten dürfen, sind diejenigen, die Gomez das Kraut liefern. Wir ernten Sumpfkraut und verkaufen einen Teil davon ans alte Lager zum Austausch gegen Waren aus der Außenwelt. Wenn du einer der Kuriere wärst, die für Kur Kalom arbeiten, könntest du in die Burg kommen. Aber dazu müsstest du natürlich einer von uns sein. Was willst du überhaupt in der Burg? Ja, was wollen wir in der Burg? Wir wollen dort jemanden treffen. Ich will dort jemanden treffen. So? Wen? Und wieso wartest du nicht einfach, bis er rauskommt? Oh nein, er stellt ziemlich viele Fragen. Das geht dich nichts an. Ist ja schon gut, Mann. Ich wollte dir nur helfen. Oh, wie schön das Lagerfeuer am Knistern ist. Na komm, dann fragen wir mal, wie der Weg dahin ist, auch wenn wir uns den bestimmt nicht merken können. Wie komme ich zum Lager der Bruderschaft? Ich bin gerade beschäftigt, aber Baal Parves müsste sich auch hier im Lager befinden. Er ist in der Nähe des Marktplatzes, auf der anderen Seite der Burg. Ich glaube, er hat dort sogar eine eigene Hütte.
Ach, okay. Interessantes Gespräch mit ihm hier. Ja, so viele Fragezeichen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber so wie es ausschaut, scheinen die hier ja Zeug zu verkaufen. Und also das Sumpfkraut. Und sogar der Chef vom alten Lager nimmt das. Also müsste er rein theoretisch ja auch mit dem Schläfer verbunden sein. Das werden wir noch herausfinden. Mal gucken. Die schieben da alle irgendwelche Halluzinationen und sonst was. Naja, ich bin mal sehr gespannt, wie das hier so ist im Lager. Auf jeden Fall ist jetzt die Nacht eingekehrt. Oh, noch eine Sternschnuppe. Und ich weiß gar nicht, ob wir hier irgendwie eine Hütte haben, wo wir pennen können, wie das hier ausschaut. Dazu hat jetzt noch überhaupt keiner was gesagt, ob wir irgendwo was ja, zum Schlafen haben. Es wäre schon ziemlich cool, wenn wir hier irgendwie ein Bett für uns haben. Aber naja, man kann ja auch nicht alles haben. Baldwin, was los? Er wartet auf sein Geld. Er guckt mich böse an, genau. Los, Junge, gib mir das Geld. Nein, ich gebe dir das Geld auf gar keinen Fall, Junge. Niemals. Das kannst du total knicken. Wir können ja Freunde sein, oder ich gebe dir ein Bier. Ich kann dir ein Bier geben. Aber er will kein Bier, er will einfach Geld haben. Wie viel Erz haben wir überhaupt? Steht das hier überhaupt irgendwo? Müsste es ja. Zwei haben wir. Davon können wir ihm ja nicht 10 geben. Naja, also ich würde sagen, wir beenden hier die erste Folge. Ich hoffe doch, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da oder möglicherweise, wer weiß, vielleicht abonniert ihr sogar. Gerne schreibt mir auch in die Kommentare, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen oder ihr wollt mich beleidigen oder vielleicht wollt ihr auch sagen, keine Ahnung, Bane, du stinkst. Kein Plan, auf jeden Fall würde mich sehr freuen, wenn ihr auf jeden Fall ein Like oder ein Abo da lasst. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!